Die meisten Anwohner erfuhren von dem gewaltigen Deal aus der Zeitung. Ein Vorhaben, das den Stadtteil verändern wird. Das Grundstück mitten in Lockstedt soll im Frühjahr verkauft werden. An den benachbarten Beiersdorf-Konzern für 230 Millionen Euro. Für mich ist das hier ein Stück Oase. Ich wohne hier 9 Jahre. Hier ist so viel Grün verschwunden, so viele alte Bäume. Wohnraum muss sein, aber man kann nicht das letzte Fleckchen Grün für die Anwohner hier auch noch beseitigen. Ich finde am allerschlimmsten, dass man diesen Raum, wo Tiere ein Rückzugsgebiet haben, wo frische Luft produziert wird, dass man den vernichten will. Und das geht alle an, was an, auch die Anwohner. Auch die haben frische Luft weniger. Die fehlt ihnen. Die fehlt wirklich. Die Fläche entspricht 17 Fußballfeldern, mehr als das heutige Beiersdorf-Werk. Fast so groß wie der erste Bauabschnitt des Megaprojektes Neue Mitte Altona, ein kleiner Stadtteil. Beiersdorf, seit 125 Jahren in Lockstedt, hat sich erst kürzlich mit einem Paukenschlag zum Standort bekannt. Auf dem eigenen Gelände entsteht die neue Konzernzentrale. Hamburgs einziges DAX-Unternehmen plant groß, wird sogar Immobilienkonzern. Auf dem frei werdenden Gelände an der Unnerstraße sollen hunderte Wohnungen entstehen. Zwischen Senat und dem Konzern passt wohl kein Blatt Papier. An Alternativen zum Deal, Standortsicherung gegen Land, wurden erst gar keine Gedanken verschwendet. Beiersdorf plant langfristig am Standort Hamburg, welches voll in unserem Interesse ist. Wir wollen das einzige DAX-Unternehmen am Standort, auch mit dem kleinen Blick in die Vergangenheit, was die Abwanderung von Tesa angeht, hier unter allen Umständen in Eimsbüttel halten. Es sind in der nahen Zukunft fast 4000 Menschen dort beschäftigt. Offiziell soll das Gelände nach Möglichkeit 20 Jahre lang unangetastet bleiben. Doch der Konzern mit seiner Weltmarke Nivea wächst. Der auf dem Transparenzportal veröffentlichte Kaufvertrag regelt ganz klar, dass durch den Verkauf etwaige künftige betriebliche, unternehmerische oder räumliche Umstrukturierungen ermöglicht werden können. Und zwar jederzeit. Eine neue Cremefabrik mitten in Eimsbüttel. Und kein Anwohner wurde informiert, geschweige denn gefragt. Politikverdrossenheit, das sage ich auch immer an der Stelle, fängt nicht in Berlin an, sondern hier im Stadtteil. Im Frühjahr muss die Bürgerschaft dem Deal noch zustimmen. Bis dahin wollen Anwohner und Kleingärtner kämpfen.